Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu einer neuen Projekt-Folge! Willkommen zu einem neuen Projekt mit Izzy und Lars. Hi. Und mit Roman, Hallo Roman, hallo Lars. Hi. Das ist ja richtig schlimm mit euch. Ich hole mir erstmal ein bisschen Holz. Freunde haben ein neues Projekt für euch geplant, weil der Aufschrei war ja riesengroß, weil es war ja so, dass die Community sich das mega gewünscht hat mit uns allen. Was hast du gefunden, Lars? Alter, ich bin gerade über die... Oh mein Gott, was lauf ist das mal über denn? Diese Blumen. Lauf mal hier drüber. Oh mein Gott. Was ist passiert, was Mann? Was für Blumen? Hast du Blumen gefunden? Ich schenke euch XP. Lauf mal da drüber. Warte mal, wieder? Hey, Tatsache, ich habe auch ein XP bekommen. Du kriegst einfach XP, wenn du da drüber läufst. Lol. Hä, cool. Es gibt wahrscheinlich Blumen, die sozusagen verschiedene Effekte haben. Ja, ich habe auch gehört, es gibt Blumen, die dich anzünden können und sowas in der Art. Das ist auch so. Ach, warte mal, ich glaube, da gibt es auch so Dings, so Blumen, die Dings hier, die andere Leute wegteleportieren und sowas. Kennst du das? Genau, Enderman-Teleport-Blumen. Ja, bei mir ist gerade irgendwas in der Nähe explodiert. Wart ihr das? Warte mal. Ich bin es nicht. Hä? Lol. Hey, doch, bei Izzy explodiert gerade was. Was hast du da, Izzy? Ich hab hier, guck mal. Was ist das? Ach so, das kenne ich. Cherry Bombs. Das hab ich schon mal. Oh mein Gott, Roman! Hey, krieg ich Schaden? Erstmal eine. Ich will auch warte, ich erstmal? Nee, ich krieg keinen Schaden. Nee, man kriegt keinen Schaden. Okay. Aber die explodiert. Das ist ja voll cool. Guck mal, die explodieren, wenn man alles klar. Hey, das ist ja ultra witzig. Ich mach mal kurz eine Workbench. Also, um das jetzt nochmal kurz zu erklären. Jo, mach mal eine Workbench, Lars. Der Aufschrei war groß von der Community. Ihr habt euch alle unbedingt ein richtiges Projekt gewünscht. Und da habt ihr es. Unser neues Sommerprojekt, was wir heute hier geplant haben, extra für euch. Haben wir uns versammelt und hier was gemacht für euch. Und wir hoffen, es gefällt uns. Jetzt! Oh mein Gott. Was denn? Ey, guck mal. Lauf mal über die Pflanze. Warum? Ach so, ey. Hä? Lauf mal drüber. Übrigens, Leute, falls laut. Ich bin langsam. Falls ich in der folgenden Aufnahme jetzt crashen sollte oder sowas, müsst ihr einen Daumen nach oben geben, weil das passiert nämlich ziemlich oft. Oha. Lars crasht die ganze Zeit. Also wir haben eine Sache herausgefunden, die ist nicht so nice. Und zwar, wenn wir ein Ei werfen, dann crasht der Server. Wenn wir ein Ei werfen. Also falls jemand eine Hühnerfarm machen will von euch oder sowas, könnt ihr voll vergessen. Lieber nicht. Ja. Ich mach keine Hühnerfarm. Naja, wobei an sich doch. Du könntest kann doch jemand, Eier sein. Nee, sie macht ja keine Stein? Eier, stimmt ja. Oh Roman, du baust schon mal professionell nach unten. Ein bisschen ab. Wir sind schon richtig gut am Abbauen. Profis am Berg. Gleich habe ich die ersten Dias. Ich habe jetzt auch schon gesehen, das ist so ein bisschen. Was ist das denn? Was hast du gefunden, Mann? Ja, das ist so ein komischer Stein. Was warte mal. Oh, Izzy, machen wir uns gleich hier wieder zu Hause. Wir machen hier erstmal eine Werkbank rein, ansonsten dauert es. Ich habe schon gesehen, die haben hier auf jeden Fall außenrum ganz schön viel Zeugs, was wir erkunden können. Wird auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz schön spannende Sache. Oh Mann, ich krieg voll viele Erfolge, ich krieg gar nichts. Guck mal, hier ist so ein Riesen. Ja, Lars, warte, Lars, du kannst hier runterkommen in die kleine Höhle, in der wir sind. Wir sind hier gerade ein bisschen am Stein abbauen, um das ein bisschen zu farmen, damit wir später gleich in unser Zuhause gehen können. Genau. Hast du es gefunden, Lars? Ich habe ein bisschen Stein. Wir sind hier unten. Komm runter, Mann. Seid's ihr? Nee, ich bleib hier oben. Ich halte hier oben die Stellung, okay? Okay. Hä, ich habe gerade Knochen bekommen. Lars, wenn du... Hä, ich habe auch einen Knochen bekommen. Ich habe nur einen Stein abgebaut. Man kann in Steinen jetzt wahrscheinlich auch Relikte oder sowas finden. Das heißt, du kriegst beim Stein... Ey, ich habe auch einen neuen Stein gefunden. Stein? Soll ich mal ein paar Schafe aus Versehen töten? Nein! Dedicated Cobblestone. Ich habe aber keine Schere. Doch, bring sie um, Lars. Komm, bring sie um. Töte sie. Mach da jetzt keine, halben Sachen, Lars. Bring sie um. Roman hat gesagt, ich soll es tun. Oh nein. Wenn Roman sagt, ich soll aus dem Fenster springen, soll ich... Dann mache ich das. Ich tue es für Roman, Hilfe. Also, ey, ich habe übrigens herausgefunden, es gibt andere Steinsorten, ne? Zum Beispiel hier, ich hab's auch gesehen. Der Stein, der ist so ein bisschen, der ist so grau und der ist braun und der sieht so aus. Limestone gibt's auch. Guck mal, was ich hier gefunden habe, man kann auch mit den Werkzeugen bauen, so wie es aussieht. Nee, mit Limestone nicht. Was hast du gefunden, Izzy? Weiß ich nicht, guck mal. Ach, hast du auch so eins? Das sind, das sind Erfolge. Wenn du einen Erfolg bekommst, dann kriegst du gleichzeitig so ein Papier. Okay. Genau, Lars, ich komm zu dir nach oben. Wie ist dieses Schaf nach da oben gekommen? Es ist das Ahnung, aber bring es um, wir brauchen ein Bett. Oh Mann, kannst du nicht so blöd sein. Ist gemeinsam, Alter, wir haben das seit Generationen so gemacht und ich mach das so weiter. Immer diese Haare hier. Wo ist denn Schaf auf dem Baum? Hier ist ja unten nur eins. Izzy wird auf Dings auf Blättern und Bäumen schlafen und so, ich möchte in der Koje schlafen. Nee, ich mach mir ein kleines Mauseloch, denn ich bin eine Maus, ja? Schlorf. Stimmt, Izzy schläft ja in Löchern, das soll ich ganz vergessen. Izzy wischt sich den Popo ab mit Blättern. Komm, Izzy, ein Schaf kannst du doch mindestens töten. Ein Schaf Nein, ist kein Schaf. Nein, auf gar keinen Fall. Izzy, einmal, komm. Ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen Forstwirtschaft betreiben. Töte es. Izzy, du musst das Schaf töten. Ich muss hier gar nichts machen. Izzy, stell dir mal vor, dieses Schaf war so... Ich hab nachhaltig was für den Wald getan und gerade was angefangen. Oh Gott, was hab ich da gemacht? Das wäre so ein Killerschaf, Izzy. Nein, ich hab den Bienenstock kaputt gemacht. Ups. Das wäre ein Killerschaf?
Haken. Wenn es ein Killerschaf wäre, würdest du das dann töten? Das hier Black, was? Hast du das gerade also mit erschrocken? Ja, ich habe gerade den Barry hinter dir gegessen. Hey, ich mache euch mal ein Schwert. Unten rechts auch so eine Anzeige? Ein Schwert, ja, habe ich auch in der Tat. Ich habe das was, auch, was steht bei euch unten rechts? Bei mir steht -3 Rap. Ich habe -3 Rap. Ich habe Birnen gefunden. Und Drifter steht bei mir, weißt du, weil ich so krass mit Autos fahren kann. Ich kann mir Birnenbäume machen. Aber auch Drifter. Was steht bei dir, Izzy? Steht bei dir auch Drifter? Bei mir steht gar nichts unten rechts. Voll cool, hier gibt's so voll viele Magiertürme. Hey, wir haben nämlich einen Magiermod, dann hast du den ausgeschaltet, Izzy, den Magiermod? Nö, ich hab gar nichts gemacht. Roman, hinter dir. Hier. Hey, du musst hier, oh, hast du mir ein Schwert gebaut? Ich hab dir ein Schwert gecraftet. Ey, danke, Mann. Mein Gott, das machen ey, so beste Freunde untereinander, nicht so wie du. Ey, guck mal, hier sind voll viele Schafe, Alter. Izzy, sag mal, ist es ja, okay für dich eigentlich, wenn ich ein Schaf für dich töte und dir dann die Wolle gebe? Nö, ich kann die doch scheren. Wieso soll ich die denn töten? Außerdem ist es doch viel nachhaltiger, weil man die schert, kann man die immer wieder scheren. Wo seid denn ihr hier schon wieder? Ja, aber wir haben doch kein Eisen. Ja, wirklich, da müssen wir Eisen holen. Das ist doch nicht schwer, Roman. Seht ihr diesen komischen Turm da? Diesen großen Magierturm? Ja, genau, der große Magierturm. Willst du zum Magierturm? Ich habe immer schon 8 Wolle. Ich kann für uns alle theoretischerweise schon bald ein Dings bauen. Ein Bett, aber Izzy darf dann kein Bett haben. Oh mein Gott! Wo bist du? Was, ich habe eine Pressure Plate gefunden, ja. Oh mein Gott. Hier sind so mega viele Schäfchen. Ach, bei dem Turm da hinten seid ihr? Ah, ich bin bei dir, Lars. Ich hab dich gefunden. Du hast was? Du hast Blut gefunden? Guck mal, ich zeig euch mal, was ich gerade gefunden habe. Ich brauch was zu essen. Lass, komm her, ich kann dir was zu essen geben. Komm mal her, komm. Aber weh, pass auf, ich zeig dir mal, was ich gefunden habe. Ey, komm mal her. Oh, ja, wir machen ein nettes Time. Pass auf, der Roman Romanski hat was gefunden. Wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Handelsebene auf. Okay. Also, ich habe gefunden, jeder von uns bekommt 2 Obsidian. Oh, wie cool, danke. Ich hab dir hier hinten, ich bin auf eine Pressure Plate getreten, was eine Mine hat sich herausgestellt. Dann habe ich jetzt nochmal für Izzy, weil du unser PvP-Profi bist, kriegst du von mir ein Eisenschwert. Wow, unfair. Und Lars, du bekommst eine Mega-Loot-Case bekommst du. Und ich bekomme auch eine Mega-Loot-Case. Oh mein Gott, Case. Mal gucken, kannst du da Rechtsklick drauf machen? Warte, Achtung, ich mache jetzt XXXL Yeezy Pack Opening. Warte kurz. Was zack. Yeezy Pack. Oh mein Gott. Alter, was ist das denn? Das ist ein Balance. Gib sie her. Guck mal, gib sie her. Gib sie her. Gib sie her, Lars. Ja, wir haben leider der PvP aus. Aber wir machen das in der nächsten Folge wieder an. Und da werde ich mir das holen. Wollen wir in den Tower gehen oder wollen wir uns das aufheben? In den Tower denn? Ich weiß nicht. Also ich habe dort hinten was Interessantes wahrgenommen. Wir haben da hinten, ne? Was ist denn das? Du hast ein Tent. Hey, komm mal kurz mit. Ja? Komm mal kurz mit. Nein, da sind Leitern. Einfach so. Leitern, okay. Einfach so? Warum sind da einfach so Leitern? Ey, ich habe übrigens eine Hose, die ziehe ich mir auch an. Guck mich an, ich bin ein hosenangezogener Mann. Wow. Was ist das denn? Was ist das denn für ein crazy Ding? Bist du gecrashed, Lars? Ich bin gecrashed, ja. Oh nein, Lars, gecrashed. Oh mein Gott. Like. Yes. Tada. Ah, das wäre da. Dann kriegt die Folge ein Like. Du mit deinem PC. Ja, die Folge kriegt halt echt einen Like. Ja, ist ein... So, jetzt stellt sich aber immer noch die Frage, obwohl Lars jetzt abgestürzt ist. Welcher Mensch benutzt eine Leiter, um einen Block hochzukratzen? Was trägst du für eine fancy Hose? Hey, ja, das stimmt. Das ist die Eisenhose, die habe ich mir selber gegeben, weil ich nämlich die Kiste gefunden habe. Das ist die Paladin-Hose. Oh mein Gott. Das ist die Paladin-Hose. Hä, ist das ein Steinschwert, was du hast? Das sieht voll cool aus. Ja, ich habe auch ein Steinschwert, aber dafür habe ich ein Eisenschwert. Ja, schön für dich, dass du ein Eisenschwert von mir geschenkt bekommen. Ich bin da super nett gewesen. So, wollen wir einfach mal der Spur folgen? Oder was ja, das mal gucken, sieht so wo die Leiter so aus, als ob sich hier jemand hochbaut. Es sieht wirklich so... Ah! Riesenangriff! Hey, warte mal, ich glaube, der will uns angreifen. Hä? Was zur Hölle? Hä? Nein, das ist so ein Klitzling! Das ist so ein Mini-Mexikaner. Was macht der denn? Oh, der Mini-Mexikaner will uns angreifen. Hä? Oh, der ist voll süß. Hey, du! Oh Gott, wir sind riesig! Wir sind voll nett! Hey, du! Greif mich im Sitzen an! Greif uns nicht an! Ich kann ihn nicht treffen! Was ist hier los? Was? Oh, seid ihr nett? Ja, wir sind nett. Ich bin der Netteste. Ich bin der Beste. Der da ist nicht nett und der, aber ich bin nett. Ja. Izzy ist überhaupt nicht nett. Izzy ist immer essen. Voll nett. Die ist Fleischesserin. Das stimmt gar nicht. Ich esse kein Fleisch. Wir sind Veganer. Genau, wir sind vegan. Ich bin vegan. Also, wenn das so ist, folgt mir. Ey, guck mal, wenn wir Veganer sind, was, der kann wir folgen. What? Der kann aber... Junge, der fliegt. Lol. Aber der hat da hinten auf dem Rücken irgendwie sowas Kleines. Lol. Alter, der hat einen Jetpack, Ach so. Ey, der ist voll süß. Was? Warum ist der so klein? Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Da ist er hin. Alter, da ist ein Schaf. Dieses Schaf. Ich brauch noch mein 9. Wolle noch. Oh mein Gott, ich habe jetzt endlich 9 Wolle. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, der läuft. Alter, das ist der. Das ist. Was? Ist das Ding sein Dorf? Was? Was passiert hier gerade?
Roman, weg von, Finger, oh weg von Gott. Dem Ei da drüben. Der läuft da lang. Oh mein Gott, ich glaube, wir dürfen nicht, wir dürfen Lol. Nicht hier auf den Bäumen rumlaufen und so. Das ist der hier zu Hause. Ey, das stimmt halt echt. Ja! Sind hier noch mehr Menschen? Oh mein Gott, Lars, du bist so laut, wenn du rumschreist. Sind hier noch mehr? Ey, das sind noch Verkäufer, guck mal. Da sind noch ganz kleine Menschen. Und da ist noch einer. Da steht jemand. Da steht jemand. Mexikaner, hier, ich bin. Ey, Roman, du stehst auf den Bäumen, Roman. Oh Gott, das ist voll unhöflich. Ich weiß, dass es unhöflich ist, aber ich weiß nicht, wo ich stehe. Du sollst ihn nicht zertreten. Oh mein Gott, er ist über dir. Alter, wo ist der Mexikaner denn? Oh mein Gott, der kann auf deinem Kopf landen. Denkst du, der kann auf deinem Kopf landen? Ey, der soll mal da oben auf dem Turm. Land mal oben auf dem Turm, Mexikaner. Wie heißen sie? Ich kann auch hier oben. Also wie... Wie heißt du? Ey, Izzy, ich glaube, das bricht gleich zusammen, wenn du da oben stehst. Das ist echt also, so ich möchte jetzt nicht sagen, dass Izzy fett ist oder sowas. Oh nein! Das solltest du gar nicht so verstehen. Hey, Mexikaner, ja so wie heißt nice du eigentlich? Wie heißt er? Wir müssen mal wissen, wie der heißt. Und was ist das hier eigentlich? Ich habe doch nie so ein kleines Dorf gesehen. Der ist bestimmt Jorge oder sowas. Auch noch nie. Jorge. Okay. Könnte halt Alter, der sieht so cool aus, Mann, der Mexikaner. Aber Izzy, du hattest recht, ne? Das sind halt wirklich Händler hier unten, ne? Ja. Das sind richtige Händler. Ich weiß meinen Namen nicht. Ich weiß deinen Namen nicht, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich stehe auf den Bäumen drauf. Nein, ich will mal. Oh mein Gott, wie crazy ist das denn? Ich will auch da rein. Aber Izzy und Lars, kommt mal kurz her. Ich habe das Gefühl, die vertrauen uns noch nicht so ganz richtig. Ich glaube, wir können da noch nicht so viele Informationen aus denen rausholen. Ich glaube, die denken so ein bisschen, wir sind so... Weil, habt ihr gerade eben übrigens gesehen, wie der uns genannt hat? Der hat uns Riesen genannt. Wir sind Riesen. Vielleicht sind wir ja die Riesen und der ist in Normalgröße. Oder wir sind auch Winzlinge und es gibt noch größere. Oh mein Gott, das kann auch daran stehen. Hey, das ist eine echt interessante Sache. Ich würde sagen, wir beenden einfach mal hier die Folge und dann in den nächsten Folgen werden wir einfach mal herausfinden, was es sich jetzt eigentlich hier handelt. Und ich bin schon gespannt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr dann auf jeden Fall einschaltet. Yes. Unsere Folgen kommen auf jeden Fall dreimal die Woche auf jedem Channel einzeln. Bei mir kommt die nächste Folge am Montag, bei dir also, am Dienstag kommt das bedeutet, bei Izzy. An alle Leute jeden Channel abonnieren, um nichts zu verpassen. Ta. Ganz genau. Genau, richtig. Abonniert auf jeden Fall jeden Channel, um nichts zu verpassen. Ne? Und wir werden auf jeden Fall dieses Projekt hier zusammen durchrocken. Und in der Beschreibung steht auf jeden Fall nochmal alle Informationen zu dem Projekt drin, wann welche Folge wo kommt. Und dann könnt ihr das alles durchlesen. Genau. Und dann sind alle safe. Super, okay, auf jeden Fall die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Tschüss. Ciao.